Moin. Heute gibt es mal wieder ein neues Review, nämlich zu einem Lego Technik Set aus dem Jahr 2020. Genau gesagt zu Doms Dodge Charger. Der hat die Artikelnummer 42111, 1077 Teile, eine UVP von 100 €. Aber man bekommt den auch deutlich günstiger. Ich habe den jetzt hier oder mit ungefähr 40% Rabatt bekommen. Den Karton, den kann ich hier aus logistischen Gründen nicht zeigen, aber ich kann Bilder davon einblenden. Und das ist halt so ein typischer Technikkarton. Also da gibt es auf der Vorderseite halt das Produkt, auf der Rückseite so ein paar Filmausschnitte und so. Ich schaue zwar immer ganz gerne so als Guilty Pleasure Fast and Furious, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt der Dodge Charger in genau der Ausführung so oder so in den Filmen erschienen ist. Von daher bin ich da nicht ganz so Profi. Aber ich kann auf jeden Fall das Modell begutachten. Und ich würde sagen, das machen wir. Das hier ist die Anleitung. Es gibt, glaube ich, vier Bauabschnitte, aber das kann ich nochmal ganz kurz nachgucken. Ich habe das Modell wie immer nach der Online-Bauanleitung gebaut. Ist alles kein Problem. Also man kann sich ja bei lego.com dann die PDF runterladen. Genau, vier Bauabschnitte. Da sieht man auch, was in welchem Teil gebaut wird. Und es ist nur ein einziges Anleitungsheft. Aber der Karton ist schon, finde ich, relativ groß. Die Anleitung ist auch relativ groß. Dann sind hier nochmal die ganzen Modelle abgebildet. Auch nochmal ein Vergleich von dem Modell zum Original. Gut, das Lego-Modell ist ein bisschen eckiger, aber da können wir dann gleich auch nochmal zukommen. Und natürlich die ganzen Teile, die in dem Set drin sind. Ersatzteile waren auch ein paar dabei. Also wie gewohnt die ganzen Kleinteile. Und auch Aufkleber gab es. Ich habe alle aufgeklebt, bis auf einen, so ein Copyright-Symbol. Ich weiß nicht, warum man das aufkleben sollte. Ist halt irgendwie ein bisschen sinnlos. Aber wie gesagt, die anderen habe ich aufgeklebt. Und das hier ist das Modell. Der ist größer als ich dachte. Auch größer als der Ford Mustang aus der Chrysler Expert-Reihe. Ich kann auch nochmal so ein Vergleichsbild einblenden, wie die beiden nebeneinander aussehen. Und das ist eben das Modell. Das ist aus Technik. Ich schätze mal, der Maßstab wurde gewählt, damit man die Details möglichst gut umsetzen kann. Aber für meinen Geschmack ist es eigentlich schon ein bisschen zu groß. Passt vielleicht auch nicht mehr so ganz auf jedes Regal, aber das ist auf jeden Fall. Vielleicht erstmal zu den Aufklebern. Die habe ich ja gerade eben schon angesprochen. Da gibt es hier vor allem an der Seite, ich sag mal so, Blinker oder Reflektoren. Ich bin mir nicht ganz sicher, was von beiden. Dann gibt es hier vorne. Das finde ich ganz cool. So ein Charger-Logo und so ein Rost oder so ein Gitter. So ein Kühlergrill. Den sieht man nicht so stark und dadurch fällt das auch nicht so mit dem Aufkleber auf. Aber es sieht schon ganz cool aus. Es gibt übrigens keine bedruckten Teile. Und hier hinten das Benzin oder der Benzindeckel ist geklebt. Dann auch noch hier hinten das Nummernschild. Hier drunter sind auch noch so, bin mir nicht ganz sicher, was es ist, Leuchten oder so. Die sind auch Aufkleber. Und dann haben wir so ein paar Aufkleber auf runden Teilen. Man kann grundsätzlich alles aufklappen. Hier die Türen, die gehen auf. Die sind auch ganz gut befestigt, also die wackeln nicht großartig. Nicht mehr als das Modell selber wackelt. Hier die Rückklappe ist auch aufklappbar. Da sind hier auch zwei NOS-Kanister. Das ist ja typisch, dass bei Fast and Furious Nitro genutzt wird. Und diese Aufkleber sind dann auf runden Teilen, die halten auch ganz gut. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass diese Aufkleber hier zwar gleich groß sind, aber es gibt hier noch an der Seite so einen Feuerlöscher. Der hat auch einen Aufkleber. Und der ist ein bisschen größer als die N2O-Aufkleber. Das heißt, wenn man das genau gerade ausrichten möchte, dann muss man bei dem das Ganze ein bisschen anders machen oder neu ausrichten. Das habe ich nicht gemacht, weil ich nicht damit gerechnet habe. Und dadurch sitzt er so ein bisschen schief. Aber naja. Also man kann das aufklappen, natürlich auch die beiden Türen. Auch die Motorhaube kann man vorne aufklappen. Das ist alles kein Problem. Dann kann man sich auch den Motor nochmal genau angucken. Aber man kann auch schon ganz gut durchgucken. Also, da ist jetzt nicht alles irgendwie abgedeckt. Gerade hier vorne beim Rad sieht man, da kann man ganz gut durchgucken. Hier ist ein 8-Zylinder-Motor drin in einer V-Formation, der auch diese typischen alten Zylinder hat. Keiner von diesen Klackermotoren. Und was ich ganz cool finde, ist hier diese Kette, die man ja auch in den Filmen sieht. Der Motor, den finde ich ganz gut. Da wurden eine Menge Details umgesetzt. Der läuft auch mit. Hier von der Hinterachse. Ich kann das eigentlich mal zeigen.
Die ist übrigens auch gefedert. So sieht das Modell von hinten aus oder von unten. Hier sind jeweils zwei Federn, das kann sich auch so frei bewegen. Dann wird hier die Drehung, wenn sich beide gleichzeitig bewegen, da gibt es auch ein Differential hier nach vorne überführt. Und dann hier durch, bis das hier am Motorblock ankommt. Und dann kann eben das rote Rad hier noch zur Zierde mitlaufen. Die Lenkung funktioniert auch. Da gibt es hier hinten so ein Lenkrad. Und dann sieht man, wie das Rad hier sich dreht. Aber das Lenkrad hier vorne drin, das dreht sich nicht mit. Hier ist dann auch ein Sitz drin. Der andere Platz ist halt für den Feuerlöscher genutzt und für die Schaltung. Und vermutlich wäre da auch in echt nochmal so eine Steuerung für das NAS drin. Also passt es schon, dass da nur ein einziger Sitz drin ist. Das Modell ist halt ziemlich, oder der Charger ist ziemlich modifiziert. Passt ja auch zu dem Film. Was vielleicht noch so ein bisschen auffallen, sind hier die blauen Pins. Das ist echt ein bisschen schade. Allgemein sind noch nicht so viele Farben, die nicht passen. Also so ein bisschen gelb und so, aber. Das finde ich nicht weiter schlimm. Die blauen Pins hier vorne und da, die fallen halt schon so ein bisschen ins Auge. Gerade weil das Ganze eben schwarz ist und das fällt dann halt auf. Wenn man möchte, kann man da andere Pins benutzen oder wenn einen der stört. Da gibt es dann ja auch andere Hersteller oder die Lego-Pins gibt es ja auch bei Bricklink, glaube ich, noch relativ günstig. Übrigens finde ich hier ganz lustig oder ganz interessant bei der Übersetzung hier. Da geht es ja so ein bisschen um eine Kurve. Und da gibt es hier so Ballteile, würde ich sagen. Ich glaube, das dunkelgraue Stück, das wurde mal für so Metallbälle genutzt. Da wurden die reingesetzt. Und dann konnten sich zum Beispiel Roboter besser um Kurven drehen, weil die dann drei Räder hatten. Zwei waren normale Räder, ein Rad war so ein Metallrad, das sich in jede Richtung drehen kann. Und das ist halt zum Beispiel für Roboter ganz gut. Aber das Metallrad ist nicht dabei, sondern dann ist hier eben dieses Gegenstück quasi drin, was die Kraft von den Rädern überträgt. Also es ist soweit alles in Ordnung. Man sieht auch hier, dass ziemlich viel Luft drin ist. Aber ich denke, das ist halt das Konzept. Das hier ist ein Filmauto, das soll gut aussehen. Das Design und die ganzen Details, die man umsetzen möchte, die bestimmen dann auch den Maßstab oder die Größe. Dann gibt es noch ein paar Systemteile, um so ein paar weitere Details zu machen. Hier gibt es auch so ein paar Bars, um das Ganze zu machen. Und Tubes und so, wobei ich allgemein finde, dass Tubes eine ziemlich dreckige Lösung sind für Design-Sachen. Aber das ist eine andere Sache. Also, ich glaube, dass hier die Größe von dem Maßstab vorgegeben wurde. Und so das Aussehen, das sieht normalerweise auch ganz gut aus. Es gibt so ein paar Winkel, von denen sieht das Auto nicht so gut aus. Ein paar Winkel, da sieht es ein bisschen besser von aus. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist das insbesondere für Technik okay. Ein Feature gibt es aber noch, das ich noch nicht gezeigt habe. Da drehe ich das hier mal um. Denn man kann hier das Ganze aufklappen. Und dann gibt es hier diesen Schalthebel. Wenn man da umschaltet, das ist ziemlich schwergängig. Aber dann kann man hier so einen, ich würde mal sagen, so einen Stunt-Modus aktivieren, womit man dann eben über irgendwas rüberspringen kann oder so. Da gibt es zum Beispiel im ersten Fast and Furious Teil diese Szene, wo die über so Straßenhücke rüberfliegen. Und da passt es, denke ich, ganz gut zu. Also, auch wenn man das irgendwie hinstellen möchte, präsentieren möchte, dann kann man das auch so ein bisschen aufbocken, das Fahrzeug. Ich kann auch nochmal die Beleuchtung ein bisschen verändern. Also, es ist schon gar nicht mal so niedrig. Das ist auch noch ein ganz cooles Feature. Ich finde halt, bei der Menge an Platz hätte man noch mehr Features unterbringen können. Das kann ich eigentlich mit Technik anders. Aber ich denke, dass es auch so ein bisschen darin liegt, dass diese Fahrzeuge nicht so wirklich mein Spezialgebiet sind oder das, was mich wirklich interessiert. Jetzt bei diesem Modell finde ich das ganz cool, weil ich die Lizenz ganz cool finde. Aber ich glaube im Allgemeinen sind so Technikfahrzeuge oder Technikautomodelle für mich persönlich nicht so das Richtige, weil also die sollen halt gut aussehen, das machen sie auch. Den Zweck erfüllen sie, die haben auch die Lizenz. Das heißt, das ist dann auch wirklich ein Dodge Charger, der aus dem Film kommt oder zumindest die nachempfunden ist. Mir fehlen so ein bisschen die Funktion, beziehungsweise mir ist so ein bisschen zu viel Luft umbaut. Ich gucke nochmal kurz auf die Liste. Aber ich glaube, ich habe das dann auch so ziemlich gut abgehandelt. Es kommt halt so ein bisschen auf die Zielgruppe an. Wenn man quasi Fahrzeugfan ist, dann würde ich sagen, kann es sich durchaus gut im Regal machen. Aber jetzt für Leute, die eher Technik interessiert sind und dann vielleicht auch Funktionen erwarten. Da hier hat es ein paar. Auch diese Motorblock hier ist ganz cool. Diese Aufbaufunktion ist ganz cool. Aber das ist jetzt nichts, was einen großartig überrascht. Und es ist halt ganz cool, dass die ganzen Räder gefedert sind.
Das war es dann aber mit diesem Video. Ich glaube, zum Motorisieren kann er sich durch die Luft, die da drin ist, auch ganz gut eignen. Vielleicht probiere ich das nochmal, mal schauen. Aber vielen Dank fürs Zusehen, hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.